Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum weiteren Trinktest auf dem Kanal. Wir schauen uns wieder was von der Marke Amyo Limonade an. Amyo Limonade, was kann ich bisher sagen? Design immer gut gewesen. Das orange Ding hatte auch so einen coolen Geschmack, also hat mir eigentlich alles gefallen. Was mich aber zum Beispiel beim Blueberry sehr gestört hat, es war 1% Heidelbeere. Ich sag's immer noch, mich hat es wirklich genervt. Und wir schauen uns auf jeden Fall jetzt Amyo Limonade Amazing Apple an. Da bin ich gespannt, kann man nicht viel falsch machen. Apfel wird viel verwendet und gerne. Aber ich hoffe, es hat auch so einen freshen Apfelgeschmack. Gefällt mir. Amyo Limonade ist die Marke von Emir, heißt der, glaube ich. Genau, haben wir gelernt. Auf TikTok habe ich da schon ein, zwei, drei Sachen mal von dem gesehen. Ja, ich bewerte natürlich unabhängig so von der Person und sowas. Aber Design gefällt mir schon mal. Alles schön dunkelgrün gehalten. Amyo Limonade. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, weitere Infos auf den ganzen Social Network Plattformen. 10% Frucht, das gefällt mir auch noch bei den Amyo Limonaden Drinks. Klar, haben auch andere, aber haben auch viele nicht. Ich sag nur, ne, Prime oder solche Sachen. Also, das gefällt mir auch, dass wir echte Fruchtsaftkonzentrate drin haben, auch wenn es nur die Konzentrate sind, besser als nichts. Dann Vitamin C, gefällt mir auch. Ich liebe Vitamin C. Also als Basis halt Ascorbinsäure, gibt es auch in anderen Formen, aber ja, Vitamin C, eines der besten meiner Meinung nach Vitamine, die es gibt, mit Vitamin D. So für die allgemeine Gesundheit und dann je nach Bedarf, ne, zum Beispiel Vitamin A für die Augen oder Sehschärfe und so weiter. Also ja, aber Vitamin C und D, meine Favoriten, also cool auf jeden Fall, dass es drin ist. Wir sehen hier schon einen Apfel, eine, was ist das? Na, Limonade wollte ich schon sagen, eine Limone und einen roten Apfel, glaube ich dann, oder? Könnte schon sein. Pfanddose, 330 Milliliter hergestellt bzw. vertrieben von Diverse Beverages GmbH in Berlin. Schöne Grüße an alle aus Berlin. Und ja, Leute, dann haben wir hier noch einen kleinen Text. Amyo, jede Sorte ein fruchtig, fresher Mix aus verschiedenen Früchten, kreiert von Emir und seinen Schwestern. Finde ich auch cool, so mit der Familie zusammen kreiert. Nur mit natürlichen Aromen, vegan. Super. Ja, gut, dann Leute, kommen wir direkt zu den Nährwertangaben, die 100 Milliliter. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet, würde mich interessieren. Ansonsten kommen wir zum Energiewert, 123 Kilojoule bzw. 29 Kilokalorien, Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate 6,9 Gramm, davon Zucker 6,9 Gramm. Also ist schon mal zu viel, ne? Darauf können wir uns einigen. Aber ich habe so meine nach 10 Gramm Grenze habe ich so bei 7 Gramm. Und da ist es knapp drunter. Also ich bin jetzt am überlegen, ich glaube die letzten haben eine 4 minus bekommen. Falls ja, gibt es jetzt hier eine 4. 6 ist immer noch viel zu viel, aber es geht schon in eine bessere Richtung. So, wisst ihr, wie ich meine? Eiweiß 0 Gramm, Salz 0 Gramm, Vitamin C 12 Milligramm. Passt soweit klar, zu viel Zucker, aber es geht noch schlimmer. Also ne, Luft ist nach oben, aber Luft ist auch nach unten noch frei. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Apfel-Mango. Ah, das ist eine Mango dann. Ah, okay. Apfel, Mango und Limettengeschmack und Vitamin C. Fruchtgehalt 10%, davon 4,5% Apfel, 3% Limette und 1% Mango. Da frage ich mich auch wieder, wieso schaffen sie es hier auf 4%? Ja, klar, irgendwas macht komische Geräusche aus meinem Mund oder meiner Nase. Auf jeden Fall. Ja, na, schade, dass wir bei den Heidelbeeren, also das müssen sie optimieren. Das Orange war gut. Ich denke, das könnte auch gut sein, aber das Heidelbeer, bitte Leute, packt da mehr, entweder natürliches Heidelbeer-Aroma rein oder mehr direktes Heidelbeer-Saftkonzentrat. Bitte, wirklich, das ist meine Empfehlung. Und sonst ist es ja ein ganz cooles Produkt. So, Zutaten, Hauptzutat Wasser, dann Zucker, dann Apfelsaftkonzentrat. Kohlensäure, Limettensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Mangosaftkonzentrat, Zitronenextrakt. Wir merken schon, ne, im Vergleich zu den ganzen anderen, die einfach nur mit Aromen spielen, nicht ganzen anderen, aber ich sag mal so, also 30-40% spielen auf jeden Fall nur mit Aromen von diesen bekannteren Marken, auch viele, die wir schon getestet haben, da will ich jetzt keine direkten Namen nennen, weil manche von den Herstellern mag ich sogar, aber finde es halt schade, dass die da nur künstliche Aromen oder natürliche Aromen ohne Angabe oder so angeben. Schade. Aber naja, hier wenigstens die ganzen Konzentrate und so drin. Klar, Konzentrat ist immer noch nicht besser als frisch gepresster Saft, aber fast so gut. So. Mangosaftkonzentrat, Zitronenextrakt, Vitamin C, natürliches Aroma, steht nicht da woher, schade. Konzentrat aus Safflor, Stabilisator, Guarkernmehl und Farbstoff E141, schreibe ich natürlich dazu. Gesundheitsnote gebe ich hier eine 4, weil aber ganz knapp, also eigentlich noch fast eine 4 minus, aber ich gebe eine 4, weil 6,9 Gramm, geht an meine unter 7 Gramm Grenze. Und deshalb, ja, am Ende keine Gesundheitsempfehlung, aber es geht auf jeden Fall noch schlechter und ein bisschen besser sogar vom Zuckerwert zumindest als die anderen. So, wir haben hier natürlich unser Weinglas. Und alle Weinkenner, die werden mich natürlich verurteilen, dass ich sowas in einem Weinglas trinke. Wir machen das Ganze auf. Ich hoffe jetzt, das ist nicht nur so nach Apfelsaft, weil dann kauft lieber einen Apfelsaft. So, wisst ihr, wie ich meine? Auf den. Okay. Gefällt mir schon mal. Hat was leicht Besonderes. Also Geruch ist schon mal in Ordnung. Wir schütten es rein. Farbe ist sehr nice. Aber wegen dem Farbstoff, stimmt.
passt zur Dose, alles schön grün gehalten, finde ich wirklich gut. Gefällt mir. Und ich hätte gesagt, Leute, aufs Wohl. Ich habe vorhin Zähne geputzt, ich probiere es gerade ein bisschen auszublenden, diesen Zahnputzgeschmack, aber. Also was mich schon mal freut, wir haben direkt den Apfel, aber auch hier sind so, schau mal, wie heißt das Ding? Amazing Apple. Ich brauche hier einen Amazing Apple Geschmack. Wisst ihr, wie ich meine? Also cool, dass er nicht mit künstlichen Aromen spielt. Das ist schon mal, ne, sehr gut. Aber dann irgendwie entweder noch mehr Apfel oder, es ist schon cool, das ist schon gut. Also wer Kohlensäure mag, man müsste entweder den Namen anders nennen, weil Amazing Apple, ich erwarte so einen intensiven Apfelgeschmack. Klar, natürlich ist es schwer hinzukriegen, wenn es dann nicht nach Apfelsaft schmecken soll, weil dann trinkt einfach Apfelsaft, aber. Oh, verschluckt. Es ist gut. Es ist echt gut, aber es kommt auch nicht, es holt mich auch nicht so ganz ab. Also das Beste fand ich irgendwie immer noch das Orange, weil da hast du richtig so einen orangen Touch gehabt. Hier hast du einen Apfel, aber auch wieder mit der Mango und der Limette, ich weiß nicht, das lenkt ein bisschen ab, finde ich, vom Hauptgeschmack. Aber es ist gut. Also 2 Plus, Leute, Geschmacksnote ist echt gut, das wisst ihr. Oh, mein Background hat sich gerade geschlossen. Deshalb ja, für Emu Limonade Amazing Apple 2 Plus. Gesundheitsnote 4, aber okay, wir haben Zucker, das ist ja kein Wunder bei mir. 2 Plus, schade, weil irgendwie vom Design her gönne ich es ihm. Und auch so, ne, ich mag so aufstrebende Leute, auch wenn es jetzt nur Soda-Getränke sind und so. Aber, ja. Aber 2 Plus ist ja trotzdem echt gut, ne? Aber erwartet nicht einen intensiven Apfelgeschmack. Das schon mal vorab. Aber es schmeckt für das, was es sein soll, schmeckt es gut. So, wisst ihr, wie ich meine? Ey, für das, was es nicht sein soll. Ja. Also, ich wünsche euch was. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Wir sehen uns morgen Mittag wieder. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben. Und bis morgen Mittag, Leute. Ciao, ciao.